Schnacken, Track in Nacken. Der nächste, der an der Reihe ist, ist Asche, JMB. Ich rate mal ganz kurz, was für was JMB stehen könnte oder JBM oder egal wie. Jutsu, Money und Beefs würde mir dazu einfallen. Einfach mal so grob geschätzt. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber gute 5 Minuten geht das Ding. Liken, Support, das come out. Produziert ist der Bums von Asche himself, wie immer. Und Silver Krüger, noch nie gehört. Video bei Orkan, Mixmaster steht drin. Wir gehen rein, Abfahrt. Kapitel 1 von 5, die geheime Technik. Oh mein, ey, guck mal, hör mir auf. Hör mir auf, ganz kurz, guck mal, ich muss direkt was loswerden, ne? Ich werde es wahrscheinlich oft genug im Video sagen, einfach weil wir auch wissen, jeder, der Asche verfolgt, Ashkobar die Nummer 1, den Einser, müsste man eigentlich regelmäßig verfolgen, dass er irgendwie in Japan war für dieses Video, ne? Erstmal Japan, super sympathisch, generell, ne? Wenn man irgendwie Mangas, Animes mag, so wie ich halt, so keine Ahnung, dann hat man irgendwie generell Sympathie gegenüber dem Land oder generell dem Kontinent Asien so ein bisschen. Zweitens, Jutsu, Money und Beefs, ich meine, wenn da schon Jutsu irgendwie drin ist, vorbei. Jetzt Kapitel 1 von 5, Shinobi steht direkt drin. Bro, komm, hör mir auf. Wenn es noch irgendeine Naruto-Teile kommt, Feierabend. In einer mystischen Welt, eingehüllt in die Dämmerung, wo die Schatten Geschichten erzählen und die Energien der Kämpfer erwachen. Es wäre so geil, ich weiß nicht, ne? Ich habe nicht jedes Speech von Madara oder so im Kopf oder von Itachi oder sowas, ne? Es wäre so geil, wenn da irgendwie so eine Rede oder so kommt, ne? Generell jeder, der Naruto geschaut hat, jeder, der es nicht geschaut hat, ganz schwierig. Jeder, der Naruto nicht geschaut hat, stoppt jetzt das Video und fangt Naruto Classic an. Sofort. Gibt's auf Netflix, auf Deutsch, also ihr habt keine Ausreden eigentlich. Wenn da jetzt noch irgendeine Rede von Itachi oder Madara oder keine Obito oder so drin wäre, vorbei. Vor langer Zeit brach unter den tapferen Kriegern Unruhe aus, als der Wunsch nach Konfrontation und Herausforderung um sich griff. Warum Kapitel 1 von 5 kriegen wir wahrscheinlich noch mit? Ist es der erste Song von 5, der da gedreht worden ist? Oder ist es das? Er ist ja schon wieder in der Probephase, logischerweise, ne? Lang lebe Asche, Limited Box gerne vorbestellen, ganz wichtig. Aber kriegen wir noch 5 Songs jetzt aus Japan oder kriegen wir generell noch 5 Songs in der Promophase oder kriegen wir 5 Songs über das Musikvideo verteilt? Kann auch gut sein. Es war ein Wettkampf im Vintage-Stil, bei dem er seinen Körper bis an die Grenzen des Lebens trieb. Der Nukenin auf der Jagd nach den Kriminellen. Nukenin, guck mal, ich möchte jetzt nicht alles auf Naruto projizieren, nachher ist es gar nicht so gemeint und ich interpretiere trotzdem meine Gedanken rein. Ein Nukenin ist in der Naruto-Welt oder generell, glaube ich, in der kompletten Shinobi-Welt oder sowas ein abtrünniger Ninja, der quasi sein Dorf, seine Stadt, je nachdem, verraten hat und auf den jetzt eigentlich Jagd gemacht wird. Sasuke ist halt so ein Ding. Ist Sasuke ein Nukenin oder nicht? Wisst ihr, ich meine, es ist so, du denkst an manchen Stellen ja, aber dann wiederum nein, wisst ihr, ich meine? Weil er kommt ja auch irgendwie zurück dann. Ein Hooligan, der durch die Schatten strich, sein Shuriken der Vernichtung warf und Karrieren mit einem Blick beendete. Karriere mit einem Blick beendete? Oh, da fallen mir jetzt ein paar Leute. Also in erster Linie fällt mir natürlich Itachi ein, wegen Genjutsu und so. Ey, guck mal, ich möchte nicht alles auf Naruto, weil sonst geht das Ding hier wirklich zu lang, ohne Witz. Aber mich catcht sowas halt, Bro, was soll ich machen? Was bedeutet eine Waffe gegenüber einem wahren Schwertkämpfer? Er wurde von den Gangs gejagt, stand am Boulevard der zerbrochenen Träume. Doch... Eigentlich cool, eigentlich auch... Ist wahrscheinlich nicht mal eine Anlehnung, aber es gibt von Green Day, glaube ich, einen Song, Boulevard of Broken Dreams. Ist quasi die wortwörtliche Übersetzung von diesem Satz hier gerade. Eigentlich ganz cool. Ich glaube nicht, dass es so gewollt ist. Sein Shuriken flog und zerschmetterte ihre Oligarchie. Er wurde zum Hokage für sein Team im Stil eines Shinobi. Bro, hör mir auf jetzt. Bitte, komm. Hokage jetzt auch noch? Ich weiß halt nicht, ob's Hokage, Nukenin, Shuriken und so weiter. Also Shuriken auf jeden Fall. Das ist generell eine gängige Waffe, glaube ich. Ein Shuriken, für jeder, der es nicht kennt, ist quasi so ein drehender Stern oder so ein Stern, den du halt eben werfen kannst und der sich dabei dreht so. Aber Hokage, Nukenin, ist es eigentlich fast... Hokage ist doch eigentlich nur Naruto, oder? Oder ist der Hokage ein gängiger Begriff in Japan? Und letztendlich die Herrschaft der Dunkelheit beendete, indem er zum Symbol der Hoffnung für sein Volk wurde. Eigentlich muss es Naruto sein. Aber hat Naruto mit einem Blick Kämpfe beendet? Vielleicht Danzo? Ja, aber Bro, dann passt der letzte Satz zu Danzo überhaupt nicht. Weil Danzo hat die Dunkelheit nicht besiegt. Und Danzo wurde auch nicht zum Hoffnungssymbol eines ganzen Dorfes oder sowas. Ich möchte eigentlich auch nicht spoilern. Das Problem ist, hier hören vielleicht Leute zu, die gerade Naruto schauen und Danzo vielleicht noch gar nicht kennen. Ist gut so, den müsst ihr auch nicht kennen. Danzo mag niemand, glaube ich, so, ne? Das muss ja eigentlich fast Naruto sein. Ein Nukenin Shinobi. Ein Abtrünniger, der in den Schatten tanzte und die Genin-Ratten verfolgte.
und die Genen Ratten verfolgte. Bro, wenn das halt wirklich jetzt 1:1, wenn ich das 1:1 auf Naruto kopieren müsste, würde es halt wenig Sinn machen, weil Naruto war kein Nukenin, Naruto hat keine Genen gejagt, zumindest nicht aus seinem Dorf. Vielleicht redet er von, wie soll ich sagen, zwei Personen so. Boah, so Mount Fuji müsste das, glaube ich, sein, ne? Laufe ich nächste Woche hoch, habe ich schon alles geplant. Ich gehe zu Fuß da hoch. Bis zur Spitze. Gar kein Problem. Ich schicke euch da oben ein Selfie und laufe dann wieder runter. Also wenn mich jemand fragen würde, du hast eine Reise umsonst, wo würdest du gerne hinreisen? Asien. Egal wo, Bro. Setz mich da irgendwo ab. Vietnam, Thailand, auch gut. Setz mich da irgendwo ab, ich bin glücklich. Guck mal, Bro, so, ey, ohne Witz. Jeder hasst mich gerade, weil ich so viel stopp, oder? Es erinnert mich so krass auch an Ghost of Tsushima. Kennt jemand das Spiel noch? Ghost of Tsushima, PS4 Exclusive, glaube ich. Oder PlayStation Exclusive. Diese Dächer, diese Häuser, direkt, Bro, komm mir auf. Letztes Jahr wollten so viel Pisser Beef und ich gab ihr Beef und sie wollten nicht mehr. Shotokan Karate, ich kompete mit der Energie, so wie George St. Pierre. Okay, Bro, gibt's dazu Lyrics? Ich brauche Lyrics. Holy moly. Erstmal Drill. Ganz cool. Ich überlege gerade, ob wir Asche schon mal so auf Drill gehört haben. Auf einem Solo-Ding, weiß ich gar nicht genau. Er kommt direkt nice rein, aber er hat einen unglaublich zackigen Flow drauf. Ich brauche Lyrics. Wir haben ein kleines Problem. Es gibt noch gar keine Lyrics, weil wir 40 Minuten nach Release auf das Ding reagieren. Er ist unglaublich schnell unterwegs und ich möchte eigentlich jede Zeile verstehen, weil ich 100% weiß. Ich weiß jetzt schon, dass da irgendeine Naruto-Zeile gedroppt wird. 100%ig. Yeah. Spucke jeden Vers, der verwundet wie eine Bullet aus dem Gewehr. Komm rum wie Nulligan, werfer da Schuriken, diese Karriere. Okay, er wirft das Schuriken. Er hat den Leuten Beef gegeben und sie wollten dann nicht mehr, hat er gesagt. Boah, das ist... Oh Mann, Digga. Das Intro war so krass und ich habe so krass gefreut und ich freue mich immer noch, aber... Ich muss mich jetzt so krass konzentrieren, dass ich alles verstehe, weil er so schnell unterwegs ist, oder? Spucke jeden Vers, der verwundet wie eine Bullet aus dem Gewehr. Das war schön sauber. Er spuckt jeden Vers, der verwundet wie eine Bullet aus einem Gewehr. Geile Betonung eigentlich. Das zieht jetzt durch die ersten Takte komplett durch. Zumindest durch die ersten vier. Wie ein Gewehr. Wisst ihr, was ich meine? Oder durch die ersten acht. Wir sind ja bei Drill relativ schnell unterwegs so. Yeah, oh, Nukenin, Mitternacht fair. Was ist der Wumme gegen mich und mein Schwert? Guck mal, das ist zum Beispiel nice. Nukenin, ba, 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 ba. Was ist eine Wumme? Guck mal, das ist diese Betonung hier. Was ist eine Wumme? Ist nice. Ah, Schuldigkeit, diese Karriere. Oh, Nukenin, Mitternacht fair. Was ist der Wumme gegen mich und mein Schwert? Guck mal, was ist eine Wumme gegen mich und mein Schwert? Wisst ihr, ich mein? Digga, auch guck mal, dieser Vibe hat auch voll diese Baki-Vibes irgendwie. Keine Ahnung, Bro. Es hat zu viel Anime-Vibes. Wisst ihr, was das für ein krasser Vibe wäre, Bro? Guck mal, ohne Witz, ich möchte es irgendwann mal erleben so. Ich miet mir da, da gibt's doch auch safe Airbnbs, oder? Safe, das gibt's überall auf der Welt so. Irgend so ein kleines Häuschen sowas, wo du alles hast. Du isst dann so abends Ramen so und guckst eine Folge Naruto oder einen anderen Anime oder sowas. Das wäre doch tot, das wäre so ein Vibe, Bro, ohne Witz. Für dich und dein Nett, doch ich esse die kleine Pussy gerne wie ein Dessert. Jage wieder mit den Fischen und wie Ruffy und im Hintergrund wollen sie her. Okay, er jagt wieder Fische wie Ruffy oder sowas. Ich bin gerade auch bei One Piece drin. Also, Digga, drop eine Naruto-Zeile. Drop bitte keine One Piece-Zeile, weil dann spoilert er mich noch irgendwie so. Ich bin gerade bei One Piece komplett drin. Real Talk. Er rappt es nice. Seine Stimme aber auch on point, Bro. Asche ist auch so ein geborener Rapper eigentlich. Asche ist auch, by the way, jetzt fällt es mir gerade auf, so ein geborener Nukenin eigentlich. So ein geborener abtrünniger Ninja. Nicht so ein bisschen was Böses auf jeden Fall in seinem Gesicht hat, ne? Auch wenn wahrscheinlich der Einser privat der liebste Mensch der Welt ist. Jage wieder mit den Fischen und die Ruffy und im Hintergrund wollen sie her. Doch ich bin wie Sasuke Uchiha, ich bringe nur Massaker. Im Hintergrund wollen sie her. Her ist, glaube ich, Beef, wenn ich mich nicht täusche oder sowas. Und her auf Massaker quasi. Sasuke Uchiha, sagt der Sasuke oder Sasuke? Er sagt Sasuke, glaube ich. Im Hintergrund wollen sie her. Doch ich bin wie Sasuke Uchiha, ich bringe nur Massaker. Doch ich bin wie Sasuke Uchiha, denn ich bringe nur Massaker. Eigentlich würde ja, guck mal, eigentlich theoretisch, Spoiler in 3, 2, 1, eigentlich würde ja Itachi besser passen, so. Sasuke oder Sasuke, je nachdem, wie ihr es nennen wollt, hat bestimmt das ein oder andere Massaker auch hinter sich gelassen. Definitiv, ne? Ich möchte hier nicht weiter spoilern, so. Schaut einfach generell selbst. Aber Itachi Uchiha steht ja eigentlich fast schon, dieser Name steht ja eigentlich schon für das Massaker. Wie soll ich meinen, für das berühmte Massaker so ein bisschen. Welches Massaker? Müsst ihr selbst schauen. Shibuya, ja. Obito kämpft gegen sie, ja. Einer gegen vier, ja. Okinawa Katana Hattori Beef, ja. Ich verstehe so wenig, aber ich habe Obito verstanden. Super sympathisch, ohne Witz. Obito, super sympathisch. Nukenin, Shinobi, abtrünniger, ja. Bewege mich im Schatten, jage die Ratten, Genina, ja. Super.
Ist ganz... Boah, ich tue mich aber trotzdem schwer. Also, ich habe gefühlt von der ersten Strophe 25% verstanden. Ohne Witz. Ich habe natürlich die Namen so ein bisschen verstanden und so ein bisschen die Zusammenhänge. Aber ich tue mich da wirklich schwer. Ohne Witz. Ohne Lyrics. Verdammt. Hätte mir aber einen anderen Flow gewünscht, um ehrlich zu sein. Diese Fülle in Double Time wirkt einfach zu wenig episch. Ja, das ist, ich habe genau das gleiche Problem. Ich habe jetzt nicht das Problem, dass es nicht zu episch wirkt. Ich habe das Problem, dass die Strophen mit Silben so vollgeknallt sind, dass du dich jede Sekunde konzentrieren musst. Wisst ihr, was ich meine? Und wer da irgendwie mal ein Wort oder zwei Wörter weniger in der Zeile, wird sich ja generell alles irgendwie ein bisschen stretchen und ein bisschen entspannen. Wisst ihr, was ich meine? Und dann hast du auch es viel einfacher zuzuhören so. Ja, Superstar-Division, ich stepp im Kugelhage wie Ronin. Knack mit Budokan die Million, seit Jahren mit unerreichtem Niveau. Guck mal, das ist eigentlich ganz geil. Mit unerreichtem Niveau. Auch dieses Niveau, wie er das betont. Mit unerreichtem Niveau. Guck mal, würde so vielleicht einen Ticken schneller die Strophen gestalten, wäre das rein vom Verständnis her um Welten einfacher, Bro. Ich muss hier wirklich, ich sitze so da, wie soll ich meinen, damit ich alles irgendwie versuche zu verstehen. Ich schwitz gleich davor. Willst du meine Beefs, yeah? Willst du meine Beefs, yeah? Bro, auch guck mal, ich bin so geflasht von diesem Video. Das war die richtige Idee, nach Japan zu fliegen und das Ding mit Orkan zu drehen, ohne Witz. Meine Beefs, yeah. Guck mal, wie es hier aussieht schon wieder. Natürlich ist es irgendwie auch gegradet so. Aber was müssen die Leute denken, die hinten mit dem Auto kommen oder von der anderen Seite mit dem Auto kommen, wenn die so einen Typ sehen mit einem Katana hinten drauf? Oder läuft da in Japan mit oder läuft in Japan jeder mit Katana rum? Ich denke nicht. Superstar Division, ich kämpfe in Unterzahl mit Demo. Nutz meine Nutze für die Paar. Guck mal, das ist eigentlich nice geflowt und ich wünsche mir, er hat diesen Flow mit der Geschwindigkeit auch in den Strophen. Kämpfe in Unterzahl mit Demo. Auch diese Betonung auf Demo und auf diese Endung immer geil. Superstar Division, ich kämpfe in Unterzahl mit Demo. Nutz meine Nutze für die Paar und seit Jahren mit unerreichtem Niveau. Auch hier wieder Niveau. Auch wisst ihr, ich meine, diese abfällige Betonung irgendwie, Niveau, ist eigentlich ganz cool. Hook bis jetzt auch nice, so wie man es von Asche eigentlich gewohnt ist. Ich meine, Asche ist todeskrass melodisch, wisst ihr, ich meine? So viel Energie fließt, aber keiner hier schießt, sondern liegt Detail. Schattendoppelgänger, Jutsu-Beats, die Schießerei. Auch nice, guck mal, erstmal Schattendoppelgänger, okay, das Jutsu, was, glaube ich, Naruto am meisten benutzt hat in der kompletten Naruto-Zeit, Classic und Shippuden zusammen. Selbst in Shippuden, Bro, wo der einer der stärksten Shinobis der Welt war, immer Schattendoppelgänger, aber egal, guck mal. Ich will nicht spoilern, ich will wirklich nicht spoilern. Vielleicht wird Naruto nie krass, vielleicht bleibt der, okay. Das wäre aber eigentlich dumm. Bei einem Anime, der Naruto heißt, den Charakter Naruto schwach zu lassen, ein bisschen dumm. Aber hier ganz cooles Detail. Nee, schießt und er liegt Detail. Guck mal, jetzt, die erste Silbe von dem ersten Wort, was jetzt kommt, wird gecuttet und davor gechoppt quasi. Wird vom linken aufs rechte oder vom linken aufs rechte Ohr so ein bisschen gepannt, was eigentlich einen ganz coolen Vibe gibt so. Guck mal, wie soll ich meinen, das ist geil. Gänger, Jutsu Beats, die Schießerei. Ich beginne den Fight und eine Arrogant Step in den Beef mit Sai. Bagua, Zhang, Gen, Kai, Sifu. Mit Sai? Sai ist auch ein Naruto-Charakter. Ich will nicht alles auf Naruto projizieren, ohne Witz. Nachher ist es überhaupt nicht so gemeint. Wir haben jetzt natürlich Sasuke und so gehört, also das ist ja eindeutig so, aber vieles ist vielleicht auch allgemeiner, wisst ihr, ich meine? Bagua, Zhang, Gen, Kai, Sifu, drücke den Benz mit quietschenden Reifen. Was ist denn im Detail? Geht es nur noch um die Competition Vintage-Style? Es ist halt... Guck mal, ich muss ehrlich sein. Es gibt unglaubliche Banger von Asche. Den letzten, den ich so mitbekommen habe, den ich relativ spät entdeckt habe, ist Chakra mit Fahr zusammen auf der letzten Platte von Asche. Unglaublicher Hook, unglaublich krasses Ding, ne? Rein auch atmosphärisch her. Ich tue mich hier halt leider schwer, Bro, das zu verstehen. Und ich finde halt auch, obwohl die Hook irgendwie noch melodisch gehalten worden ist, ich finde es rein vom Hörgenuss her allein deswegen schon schwer, weil er immer auch den gleichen Flow und dann mit der gleichen Geschwindigkeit die ganze Zeit. Es wird auch nicht, also generell Japan und Drill und hier noch Naruto-Anspielung, hier Sasuke und was weiß ich, ne? Digga, alles. Der Song hat eigentlich alles irgendwie, aber scheitert irgendwie auch am Hörgenuss leider gerade so. Wisst ihr, ich mein? Stimmt. Ich liebe Asche über alles. Dieses Lied ist auch etwas schwierig für mich. Sein wird gejagt von den Gangster, der Wunder war auch Broken Dreams. Doch der Shuriken, er fliegt und zerbessert eine Oligarchie. Wurde zum Hokage nur für mein Team. Shinobi-Stil, oh. Okay, er erwähnt sich hier quasi selber mit Hokage und so weiter und so fort. Im Naruto-Spoiler, ganz kurzer Spoiler für die Hokage-Zeile so ein bisschen. 3, 2, 1, schaltet bitte ab, wenn ihr keine Spoiler hören wollt. Hokage ist so das höchste Amt in der Naruto-Welt so. Hokage ist der vermeintlich stärkste Kämpfer, stärkste Shinobi aus dem Dorf oder aus der Stadt, was
nicht immer so ist. Es gibt weitaus stärkere Shinobis in der ganzen Naruto-Welt, die halt entweder auf der dunklen Seite sind oder halt anderweitig ihren Tätigkeiten nachgehen. Shibuya, ja. Obito kämpft gegen sie, ja. Einer gegen vier, ja. Okinawa Katana Hattori Beef, ja. Nukunin, Shinobi, Abtrünniger, ja. Auch dieses ja ist eine ganz coole Betonung eigentlich, und es ist gut, dass hier mal Drums rausgenommen werden, so ein bisschen, und noch die Bassline spielt. Hier entspannt sich alles so ein bisschen, Gott sei Dank, also wirklich, das ist so, da macht es alles ein bisschen ruhiger, bevor es dann in die Hook geht, die wieder schön knallt eigentlich, aber dann auch ein bisschen langsamer vonstatten geht, weil sonst, wenn wir jetzt noch wirklich noch eine dritte Strophe in dem Tempo bekommen, da habe ich mehr Cardio gemacht als die letzten drei Wochen, ohne Witz. Ja, Superstar Division, ich stepp im Kugelhagel wie Ronin, knack mit Budokan die Million, seit Jahren mit unerreichten Niveau. Guck mal, das ist geil. Schön melodisch, auch vom Hörgenuss her geil irgendwie so. Eigentlich stören mich nur die Strophen irgendwie so ein bisschen. Und nicht mal das, die Strophen sind vom Inhalt geil, aber du hättest aus den Strophen locker, glaube ich, so 4-5 Strophen machen können, wenn du da irgendwie ein bisschen mehr Platz gelassen hättest, so. Superstar Division, ich kämpfe in Unterzahl mit Dämon. Nutz meine Nütze für die Parolen, seit Jahren mit unerreichtem Niveau. Explosion ist Kunst, ey. Ich hab diesen Dreckscharakter nie verstanden, ohne Witz. Ich fand Sasori eigentlich ganz geil. Vom Charakter her irgendwie so ein bisschen. Und auch dieses Wow-Ding dann, wo Sasori gar nicht so diese Form hatte, sondern eine ganz andere Form, wisst ihr, ich meine? Ich möchte nicht weiter spoilern, aber Deidara ist Top 3 Abfuck-Charaktere, Real Talk. Soll ich euch sagen, Top 3 Abfuck-Charaktere? Deidara auf 3, Hidan auf 2, dann so auf 1. So, wer was anderes sagt, Hidan, safe Abfuck-Charakter. Du musst deine Komfortzone verlassen, lieber Partner. Ja, aber ich kenne mich ja selber so. Und ich kenne auch andere Leute, die Double Time wahrscheinlich zu Todes feiern oder die generell diese Geschwindigkeit an Strophen, wie er rappt so. Und die sollen es auch hören, aber ich komme da so nicht mit, Bro. Ich bin zu langsam in meinem Hirn, wisst ihr, ich meine? Future Money Beefs, yeah. Boah, geil. Halftime jetzt auf den Drums eigentlich ganz geil. Und auf dem Sample auch, also auf dem kompletten Beat eigentlich. Ey, bestellt euch gerne das Album auf jeden Fall vor, inklusive LLA-Hoodie und Album-CD und Octagon und was weiß ich, noch hier ein Sticker und hier und dies und das und Ananas. Bestellt das Ding auf jeden Fall gerne vor. JMB ist es so, ich muss noch zwei, dreimal hören, aber schwieriges Ding, ohne Witz.